treibt der Sport die Industrie oder die Industrie den Sport? Ich glaube, dass das nicht wirklich eindeutig beantwortet werden kann. Der Rennsport ist sicherlich ein sehr großer Einflussfaktor für die Serie. Und ich würde einfach sagen, dass sie beide sich gegenseitig befruchten in diesem Bereich. Es gibt sicherlich je nach Reglement bedingt unterschiedliche Einflussfaktoren. Momentan, wenn man gerade in der Formel 1 ein Reglement hat, das sehr aerodynamiklastig ist, ist es sicherlich so, dass man nicht allzu viel in die Serie überleiten kann. Wenn allerdings im neuen Reglement, das ab 2013 oder 2014 kommen wird, immer mehr Fokus gelegt wird auf effizientere Antriebssysteme und dergleichen, dann ist sicherlich, glaube ich, der Sport eine Vorreiterrolle auch für die Industrie. Und ich glaube, dass die Industrie in gewissen Bereichen eigentlich das Reglement vorgibt, das dann in der Rennserie umgesetzt wird. Und dort kann dann wieder der Sport eine treibende Kraft für die Industrie sein. Also es ist sicherlich eine Wechselwirkung zwischen den beiden. Warum? Also ich frage jetzt so ganz normal einmal einfach so salopp in den Raum. Muss das überhaupt zusammenhängen? Ist nicht Motorsport das eine und Serienfahrzeuge das andere? Hängt auch sicherlich von den unterschiedlichen Rennklassen drauf ab. Also wenn man Rennklassen hat, mit denen sich ein Kunde sehr stark identifizieren kann, wie man es halt vielleicht in einer Rallye hat, wo das Auto, das dort die Rennen fährt, eigentlich das Auto ist, was ich auch privat zu Hause habe, mit einigen Anpassungen natürlich. Oder in der GT-Rennserie, wo das wirklich fast das gleiche Auto ist. Ich glaube, dann kann ein Kunde sich sehr stark identifizieren und dann profitiert natürlich auch die Automobilindustrie davon. Wenn es halt so exotische Autos sind, wie man es in der Formel 1 hat oder auch im LMB-Bereich, ist es für die Kunden sehr schwieriger und dann können die Automobilkonzerne auch hauptsächlich damit punkten, dass man dann einfach sagt, ich habe effizientere Antriebssysteme, ich habe einen stärkeren Motor oder ich habe das bessere Kehrsystem oder so etwas. Das ist natürlich eine schwierige Unterscheidung, aber ich glaube schon, dass zwangsläufig der Motorsport mit der Serie irgendwo verbunden ist. Wohin geht die Antriebstechnik in der Serie? Generell wird natürlich sehr viel über Elektromobilität gesprochen und das wird sicherlich ein entscheidender Faktor auch in die Zukunft sein, die Elektromobilität. Daran führt kein Weg vorbei, nur wie eingangs auch schon mal diskutiert, woher kommt unser Strom? Wenn man sich die Dinge anschaut, die in Japan passiert sind, mit dem Atomkraftwerk, wo jetzt sicherlich die Akzeptanz für Atomstrom sehr stark sinken wird, muss man sich schauen, inwieweit man halt alternative Energiequellen, alternative E-Werke finden kann, die halt den Strom für unsere Elektromobilität finden werden. Im Stadt, im Nahverkehr, glaube ich auf jeden Fall, dass sich ein Elektroauto durchsetzen wird. Da legt man nicht so große Entfernungen zu, da macht es auch Sinn, da können die Städte grüner werden, da können die Städte wieder ökologischer werden. Über Land ist meiner Meinung nach der Trend sicherlich hin sich die Hybridfahrzeuge oder sogenannter Range Extender, wo man einfach einen E-Motor mit einer Verbrennungskraftmaschine verbindet, vor allem wenn man versucht, die Verbrennungskraftmaschine einfach in einem Punkt zu betreiben, die halt möglichst effizient sind und dadurch halt den besten Wirkungsgrad erreicht.